Ich bin Alfred Hinz, wurde am 7.11.1937 geboren. Das heißt, ich war bei Beendigung des Krieges im April 1945 7 Jahre alt. Du bist in Schwerte geboren. Ja. Wo bist du aufgewachsen? Ich habe überwiegend hier am Marktplatz gewohnt. Ich bin also in der Hinsicht eine Rarität, weil ich hier fast mein ganzes Leben an einem Ort am Marktplatz gewohnt habe und gelebt habe und auch die Entwicklung des ganzen Platzes kenne, miterlebt habe. Konkret war die Wohnung deiner Eltern über dem jetzigen Schuhhaus Hanna Ja, an genau. der Ecke direkt neben St. Viktor. Was Ja. sind deine frühesten Erinnerungen an diese Wohnung? Also ich erinnere mich doch vage, das war ein Erlebnis an die Möhne-Katastrophe. Damals 1943, im März, 17. März 1943. Und ich konnte also, die Überraschung, also ein umwerfendes Erlebnis, das ich natürlich als Kind in dieser Tragweite gar nicht übersehen habe. Ich konnte aus dem Küchenfenster über das gesamte Ruhrtal gucken und sah ein riesengroßes Meer, als die Möhne über die Ufer getreten ist und hier in der Schwerte gekommen ist. Und die Anhöhen von Filixt waren damals noch nicht bebaut. Und das Wasser erstreckte sich also tatsächlich hier von der Kötterer Straße bis hinten hin zu den Anhöhen von Filixt. Das war also umwerfend. Aber ich habe es in der Dramatik und in der Gefährlichkeit nicht erkannt damals. Wie hast du denn die Stimmung in Erinnerung? Also die Eltern sind ja wahrscheinlich aufgeregt gewesen. Also dieser Blick aus dem Ja. Küchenfenster, der ist ja offensichtlich sehr prägnant in Erinnerung gewesen. Und die Stimmung? Mein Vater war ja nicht da, mein Vater war ja Soldat und meine Mutter war eine sehr, sehr ängstliche Frau. Die war also völlig aus dem Häuschen, völlig aufgeregt. Und ich meine mich, oder vielleicht hat sie es mir auch erzählt, jedenfalls, ich sah mich plötzlich morgens recht früh in der Straßenbahn sitzen, die vor unserem Haus hielt. Und ja, dann, meine Mutter wollte mit meinem Bruder und mit mir zum Freischützenverein, der etwas höher liegt. Ne? Und hat sich dann von dem Straßenbahnfahrer überreden lassen, doch zu bleiben, die Entwicklung abzuwarten, was sie dann auch getan hat. Und selbst der Blick aus dem Fenster, der für uns natürlich sehr interessant gewesen ist, für meinen Bruder und für mich, sie wollte uns am liebsten vom Fenster wegreißen auch. Ne? So, sie war sehr ängstlich. Wie ist das soziale Milieu deines Elternhauses gewesen? Du hast gesagt, dein Vater war Soldat. Was war er Ja. von Beruf? Mein Vater war bei der Eisenbahn, war kleiner Angestellter oder Beamter bei der Eisenbahn. Bis er dann eingezogen worden Ja, ja, ist. ja. Ja. Hast du deinen Vater häufiger gesehen oder? Also der hat ja auch mal Urlaub gehabt. Hast du Ja, Erinnerungen ich konkret auch? habe in Erinnerung zweimal in Urlaub hier zu Hause in Schwerte, aber die Erinnerungen sind sehr vage. Ne? Und er ist auch dann relativ früh gestorben, 1953 schon, ja. Da warst du noch Kind, im Grunde genommen Jugendlicher. Ja, ich war 15. Deine Mutter war eine ängstliche Frau Ja. und sie war dann, wann ist dein Vater eingezogen worden? Direkt zu Beginn des Krieges? 1941. Okay, also nicht zu Beginn des Krieges, aber da, als es auch hier wahrscheinlich schon Bombenalarm gab. Dann stand deine Mutter allein mit den beiden Ja, Kindern. ja, Wie hast du das erlebt? ja. Die früheste Erinnerung, ich habe noch mal darüber nachgedacht, die ich so habe, war, dass wir in der Schule darauf hingewiesen wurden, wenn die Sirenen heulten, dann sollten wir sofort nach Hause laufen. Und es waren noch einige Kinder dort in der Schule. Ich war damals in der sogenannten Bismarck-Schule, dort wo die Volksbank heute steht, dass dann die Kinder, die in der Innenstadt wohnten, jemanden mitnahmen, die etwas außerhalb wohnten. Und wir sollten sofort nach Hause laufen, dann in den Keller gehen. Ja, das war das Früheste. Und ist das häufiger passiert? Nein, eigentlich nicht. Der erste Angriff auf Schwerte erfolgte bereits 1940. Daran kann ich mich ja natürlich nicht erinnern. Ne? Und woran ich mich dann erinnere, also sehr verwirrt, sehr vage, war abgesehen von der Möhne-Katastrophe, die Nickelberg-Bombardierung 1944.
Ich wusste aber auch nicht, was los war, weil eigentlich fehlen einem Kind für das Vorstellungsvermögen, wenn es heißt Bombenalarm und das Nickelwerk ist bombardiert worden und die Leute liegen unter Trümmern. Ich wusste ja gar nicht, was Trümmer sind und was es heißt, unter Trümmern begraben zu sein. Das war eine sehr, sehr verwirrende Geschichte. Man war auch hilflos. Ne? Und hinzu kam, das ist auch noch in mir in Erinnerung, dass es den ganzen Tag gerochen hat nach Ruß, nach Brand, nach Feuer. Es kamen also irgendwelche merkwürdigen, russigen Dinge vom Himmel, so kleine, es regnete gewisserweise, hinterher stellte ich, habe ich erfahren, das waren also Akten, verbrannte Akten, die runtergekommen sind. Ne? Und durch diesen Brand war es, es war ja im Frühling, das war ja im Mai und es war ein strahlender Frühling, es war dunkel vorübergehend durch den Ruß, der sich entwickelte, durch den Brand. Ne? Die ganze Sache war also für ein Kind, auch für die Erwachsenen natürlich, sehr erschreckend und man war orientierungslos und man war hilflos. Und die Erwachsenen haben natürlich auch nichts gesagt, beziehungsweise konnten nichts erklären, versuchten die Kinder ruhig zu halten. Ja. Wie ist die Situation überhaupt für ein Kind gewesen? Also Schulbesuch war ja lange Zeit noch möglich. War das eigentlich ein normaler Kriegsalltag, also dass es eine Normalität aufrecht gehalten wurde? Oder war der Krieg allgegenwärtig? Nein, der Krieg kam eigentlich nach Schwerte. Abgesehen jetzt von der Möhne-Katastrophe, von der Nickelwerk-Bombardierung, es gab natürlich einige Alarme, Bombenalarme. Wir mussten in den Keller, aber überwiegend oder entscheidend war, ich habe das so in Erinnerung, wenn ich mich an den Krieg erinnere, es ist also ein Block, ein statischer Block praktisch von Bombenkrieg, von Fluchtvertreibung, von schlechtem Essen oder von Hunger. Dieses ist auch zeitlich nicht zu differenzieren in meiner Erinnerung. Aber ich kann natürlich kognitiv, kann ich es inzwischen natürlich herausfinden und klar machen und differenzieren, wann es gewesen ist, ne, im Nachhinein. Der Alltag ging eigentlich normal weiter, bis eben zum Frühjahr, bis zum Frühjahr 45. Oder sagen wir bis zum Herbst 45. Wo habt ihr euch hinbegeben, wenn Bombenalarm war? Wir mussten ja sofort, dann wenn die Alarme, wenn die Sirenen heulten, sofort in den Keller. Und also das war hier am Marktplatz in den Keller des Hauses? Ein normaler Keller. Es gab keinen Luftschutz, es gab keine, zum damaligen Zeitpunkt keinen, kaum Luftschutzkeller. Sondern man hat versucht, sich da in Sicherheit zu bringen. Man war der Auffassung, man wäre dort in Sicherheit. Wenn aber das Haus getroffen worden wäre von einer Bombe, wäre es aus und Feierabend gewesen. Nicht? Das wäre kein Schutz gewesen. Wie muss man sich das konkret vorstellen? Die Angriffe waren ja meistens nachts. Das heißt, es gab dann Bombenalarm und dann seid ihr im Schlafanzug runtergelaufen oder war irgendwas vorbereitet? Also es war so, dass die Angriffe auch tagsüber geflogen wurden. Tagsüber flogen die Engländer, weil die Navigationssysteme noch nicht so ausgearbeitet waren wie heute. Die Amerikaner hatten bessere Geräte, flogen ihre Angriffe nachts. Also es heulten die Sirenen, es gab Voralarm, ein bestimmtes Signal, es gab Vollalarm. Und dann mussten wir sofort, dann hat meine Mutter uns sofort aus dem Bett gerissen, anziehen, runter in den Keller, nicht nur im Schlafanzug, sondern möglichst also ankleiden. Und jeder hat dann, meine Mutter hat den großen, übliche, diese ganze Geschichte, die man immer wieder mal im Sketch sieht und hört, großer Koffer, kleiner Koffer und dann ein großer Karton, so war das also im ganzen Haus der Fall. Ne? Und wir sind dann in diesem normalen Keller in dem Gewölbe, an das ich mich noch recht gut erinnere, ein weiß gekelbtes Gewölbe mit einem Bogen und da haben wir dann gewartet und wir haben dann gehört, wie die Bomber kamen, das Geräusch und das Brummen. Und man konnte also auch am Brummen der Motoren hören, in welcher Höhe sie flogen, ungefähr.
ob sie beladen waren mit Bomben oder ihre Bombenfracht bereits abgeladen hatten. Das konnte man im Laufe der Zeit am Geräusch erkennen schon. Ne? Ja. Wie war die Atmosphäre in so einem Keller? Ja, natürlich voller Angst, auch zum Teil voller Todesangst. Es war auch die Erwartung, man wusste ja nicht ganz genau, es wurde zwar Alarm gegeben, man hört, dass die Bomber kommen, die Geschwader brummen, dröhnen, die Motoren dröhnten. Man wusste aber nicht, ob man bombardiert wurde. Es konnte auch durchaus sein, das war in den meisten Fällen so, dass Schwert überflogen wurde. Und dann hat man gesagt, dann haben die Erwachsenen gesagt, ach Gott sei Dank, die fliegen nach Hagen oder nach Dortmund und die armen Menschen dort. Ne? Und wir waren natürlich heilfroh, dass wir verschont wurden. Ja. Wie hast du in Erinnerung die Szenerie, die du auf dem Marktplatz beobachten konntest und in der Schwerter Innenstadt? Da muss es ja auch SS-Uniformen gegeben haben, oder zumindest Nazi-Uniformen muss es gegeben haben. Oder waren die gar nicht so präsent? Nein, da habe ich nichts gesehen. Ich habe dann, irgendwann waren mal hier Holländer, eine holländische Kompanie, eingelagert hier nebenan in der Schule. Und da habe ich schon als Kind ziemliche Hoffnungen darauf gesetzt, dass sie den Krieg positiv wenden würden. Aber ansonsten habe ich keine Uniformen gesehen. Die Männer waren ja als Soldat. Und Nazi-Uniform, daran kann ich mich nicht erinnern. Nazi-Fahnen aber sicherlich. Also einmal war eine Kundgebung auf dem Marktplatz. Das war für mich nur interessant, weil dort viele Menschen waren. Ich wusste nicht, was da lief. Ne? Ich musste auch noch recht jung gewesen, also ein ziemlich Kind gewesen sein. Das ist nur so eine vage Erinnerung. Ja. Ach so, ja. Dann wurden natürlich Fahnen herausgehängt, aber habe ich eigentlich gar nicht so. Nazi-Fahnen, Hakenkreuz-Fahnen habe ich eigentlich gar kaum gesehen. Nein, was ich gesehen habe, waren hinterher zum Kriegsende dann weiße Bettlaken. Bevor wir aufs Kriegsende zu sprechen kommen, wüsste ich natürlich gerne noch, es gab in Schwerte auch Zwangsarbeiter, viele Zwangsarbeiter. Ja. Hast du da mal Menschen gesehen? Ja, natürlich. Die liefen ja auf der Straße herum, konnten sich frei bewegen, zum Teil, ne, wenn sie nicht in der Fabrik beschäftigt waren. Sie waren ja auch zu einem Drittel untergebracht bei Handwerkern, beim Bäcker, beim Schuster zum Beispiel, bei Hanna. Die haben ja auch im Haus gewohnt bei uns. Die hatten jeweils, es waren zwei Polen, glaube ich, Polen, Johann, Kasimir. Und die hatten jeder eine Mansarde ganz oben und gehörten normal zum Haus. Ne? Oder sie waren in der Landwirtschaft beschäftigt und gehörten dann zur Familie, mehr oder weniger. Das klingt aber nach einem ganz idyllischen Miteinander eigentlich. Das wird oft falsch gesehen. Allerdings muss man davon deutlich trennen, dazu kann ich nichts sagen, die Leute, die im Bergwerk beschäftigt waren, die in der Fabrik beschäftigt waren, die waren mehr oder weniger kaserniert. Ich weiß oder habe im Nachhinein davon erfahren, dass das Nickelwerk ja Zwangsarbeiter beschäftigt hatte. Jede Fabrik in Schwerte hatte Zwangsarbeiter. Und es gab auch im Reiche des Wassers, in der jetzigen Gaswirtschaft hatte, da war früher ein Saal. Dort waren auch Zwangsarbeiter oder Kriegsgefangene. Und oben der Westfälische Hof, in dem jetzt das Künstleratelier ist. Ne? Also die gehörten, soweit ich das übersehen konnte, damals als Kind zum Stadtbild und konnten sich hier frei bewegen. Hat man die erkannt äußerlich, weil sie so schlecht gekleidet waren zum Beispiel? Nein. Und es ist sogar so gewesen, das haben wir dann im Nachhinein mal recherchiert, die aus Schwerte Ost oder überhaupt die Zwangsarbeiter konnten ja auch ins Kino gehen. Und es gab dann sogar auch Streitigkeiten zwischen den deutschen Berufstätigen, die später Feierabend hatten und die Plätze waren von den Zwangsarbeitern weggenommen worden, schon die Kinoplätze. Da gab es mal durchaus einen Streit, der in der Zeitung ausgetragen wurde. Ne? Okay. Aber
Ich weiß natürlich von Bochum im Nachhinein in der Ex-Post-Betrachtung, die Russen oder Ukrainer, die in den Bergwerken gearbeitet haben, es war schon ein großes Problem, was die Ernährung angeht oder auch zum Teil die Behandlung. Ne? Aber auch da muss man wieder diese ganze Sache sehr unterschiedlich sehen, weil durch den Arbeitskräftemangel hinterher mit fortschreitenden Krieg waren die Fabriken gezwungen, die Leute einigermaßen anständig zu ernähren, damit die arbeiten konnten. Also es war nicht so. Und wir hatten in Schwerte Ost ja auch das KZ, habe ich natürlich nicht kennengelernt, und auch Zwangsarbeiter, die aber, also die eigentlichen Zwangsarbeiter jetzt, die im Großen und Ganzen auch mit den Berufstätigen, mit den dort Beschäftigten gut ausgekommen sind. Die Wohnung deiner Eltern war auch nicht weit entfernt von der Synagoge hier in Schwerte. Ja. Hast du als Kind irgendwie was mitbekommen von der Judenverfolgung? Nein. Nur, es wurde ja viel erzählt und viele Dinge, die man auch gar nicht so registriert hat. Und es wurde dann mal erzählt, ach, diesen weg und diesen weg und was passiert mit diesen Leuten. Man wusste aber nicht, was passiert. Ne? Horst Reinhard Hake, der ja mal über lange Jahre diese Seniorenzeitung herausgegeben hat oder dafür ja die Sache koordiniert hat, der hat mir erzählt, man hat ihnen in der Schule beigebracht, die Juden würden in Madagaskar neu angesiedelt. Und das habe ich dann auch im Anschluss, und da habe ich das auch gelesen. Also es gab mal einen Plan, das stimmt. Dieser Plan kam aber von Polen aus, und zwar bevor dort Polen okkupiert wurde von den Nationalsozialisten. Der Plan war vorher da. Das heißt, es war aber schon irgendwie offensichtlich ein Thema, das hier und da mal auftauchte. Ja, ja, ja. Das hast du schon auch wahrgenommen als Kind. Doch, doch. Ja? Ich weiß es nicht, ob meine Verwandtschaft typisch war. Jedenfalls das, was ich so aus meiner Verwandtschaft gehört habe von meiner Tante. Man hat darüber nachgedacht, was geschieht mit diesen Leuten, hat das auch als Unrecht empfunden und hat es sehr bedauert. Und es war nicht in Ordnung. Man konnte aber nichts machen. Wie war deine Familie politisch eingestellt? Also meine Mutter kommt aus einem alten sozialdemokratischen, aus einer sozialdemokratischen Familie. Mein Großvater, der noch zu Kaiserzeiten sozusagen zu der verfolgten Minderheit gehörte, war Sozialdemokrat und entsprechend war die Sozialisation SPD. Mein Vater kam aus Westpreußen, aus der Nähe von Danzig, von einem Bauernhof. Und hat sich aber sehr früh abgesetzt und ist dann hier rübergegangen ins Ruhrgebiet. So eine ganz typische Geschichte, wie das im Revier so war, die Zusammensetzung der Revierbevölkerung. Sehr viel Ostpreußen, sehr viel aus dem Osten, dann hier geheiratet. Ne? Und der hat dann sehr viel auch auf Muss, er muss sehr viel erlebt haben unterwegs. Und ich glaube, der war politisch noch links von der Sozialdemokratie, ne? Also vielleicht USPD damals. Das erklärt dann aber auch, dass es durchaus in deiner Familie ein Thema war, was passiert eigentlich mit den Juden, dass man da schon aufmerksam war. Also man war ja dann nicht unbedingt, höre ich raus, ganz offen für das, was die Nationalsozialisten dann auch politisch taten und machten. Ja, man war auf jeden Fall, hat man darüber nachgedacht und stand dem distanziert gegenüber, das kann ich wohl definitiv sagen. Aber die Offenheit und das Bedauern und das Mitleid mit dem Schicksal der Familien, von denen ich gar nicht wusste, dass sie jüdisch waren, das kam wohl, resultierte aus dem nachbarschaftlichen Verhältnis. Meine Tante beispielsweise wohnte in der Liedstraße. Wir haben dann öfter, es war ein sehr reger, fast täglicher Kontakt. Und dort wohnte wohl eine jüdische Familie. Und meine Tante hat das sehr beobachtet, die ganze Entwicklung. Und es war die Sorge um das Schicksal der Nachbarschaft, der nachbarschaftlichen Familie.
Hast du Erinnerungen, was mit dem Gebäude der Synagoge war, als du Kind warst? Nein. Das stand da. Was mir aufgefallen ist, aber nicht als Kind, sondern später, war, dass dort, als die Fahrschule Schleicher dort schon war, war dieses Symbol immer noch da, außen. Ich wusste aber nicht, was es war. Und ich wollte immer mal nachsehen und mal recherchieren, um was es sich da eigentlich gehandelt hat. Ne? Das war nach dem Krieg jetzt, die ganze Geschichte. Da stand die Synagoge noch da. Ja. Und dann hast du dich, da warst du ja auch schon älter, und dann hast du dich gefragt, was ist eigentlich mit dem Gebäude? Ja, okay. Aber vor dem Krieg, nein, ja, nein. Stand es einfach leer, die Synagoge, nach der Reichspogromnacht? Wahrscheinlich, ne? Wurde nein, einfach nein. Nicht genutzt, oder? Die ist ja dem Roten Kreuz übergeben worden. Ah, okay. Gut, dann war es einfach auch ein Gebäude, das in Betrieb war, und da hat man sich natürlich auch nicht mehr Gedanken gemacht. Also die ist nicht zerstört worden, sonst unmittelbar 2-3 Tage später, nachdem das dann also von den Nationalsozialisten nicht verwüstet worden ist, aber man hat da im Inneren hat man aus Sicht der Juden war es eine Entweihung. Ne? Und 2-3 Tage später hat man es bereits dem DRK übergeben, also kann es nicht zerstört worden sein. Und dann war es lange Jahre Schulungsraum der Fahrschule Schleicher. Gibt es so etwas wie die traumatischste Kindheitserinnerung an den Krieg? Hast du da sowas? Oder würdest du sagen, das gibt es gar nicht in dem Sinne? Doch, doch, natürlich. Es wurde nach dem Krieg, ja, ich nehme an, dass das eine Aufarbeitung war, sehr viel erzählt. Über Jahre war der Krieg, Flucht, Vertreibung, Bombenkrieg, war Thema Nummer 1. So habe ich es empfunden. Und insofern habe ich auch dann über sehr viele Schicksale gehört, bis zum Beginn des Wirtschaftswunders. Also 1948 gab es ja die Währungsreform, anschließend 2 Jahre später den Wiederaufbau des Wirtschaftswunders. Und dann haben die Leute gesagt, ach, wir wollen von der ganzen Sache nichts mehr wissen, wir haben genug darüber erzählt, wir haben genug mitgemacht, wir wollen jetzt mal leben und wir kümmern uns jetzt um den Aufbau. Und dann war das Thema, wurde so langsam verdrängt, und im Nachhinein kann ich das nur sagen, dann etwa ab Anfang der 60er Jahre war der Bombenkrieg, Flucht und Vertreibung kein Thema mehr, bis ungefähr 2000. Das war 2 Generationen Tabuthema. Mhm. Bombenkrieg, Flucht und Vertreibung. Nicht nur, dass nicht darüber erzählt wurde, sondern auch wenn man mal darüber gesprochen hat, ach komm, Geschichtsrevisionist oder Nazi, so in diese Richtung. Ne? Bis dann ungefähr, Günter Grass schreibt sich das ja auf die Fahnen, dass er dieses Thema aufgegriffen hat, mit seiner Novelle Im Krebsgang, da thematisiert er ja die Torpedierung der Gusto. Und dann meint ein anderer, er rechtfertigt das, dass er das Thema aufgreift, damit man könnte das nicht nur den Rechten überlassen. Und das konnte man dann auch auf den Bombenkrieg übertragen, meinte dann ein anderer, ein Journalist, der Volker Hage. Und so kam das Thema langsam in die Diskussion. Und ich habe es dann aufgegriffen 2000. Aber dann sagte mir der damalige Schichtmeister war, Karl Ewald, mit dem ich mich dann mal unterhalten habe, was, so ein brisantes Thema wollen Sie aufgreifen, das war 2000, ne? Okay. Das war noch ein Tabuthema, aber ich hatte das Bedürfnis, ich hatte den Wunsch, darüber zu schreiben. Und anschließend 2002 kam ja dann dieses Buch heraus, Der Brand, der zum Teil auch abgedruckt worden ist in der Bild-Zeitung. Er schlug ein wie eine Bombe praktisch, ne? Und dann kam das Thema wieder in die Diskussion. Aber praktisch 2 Generationen war Tabula Rasa. Meine Frage bezog sich eigentlich eher darauf, ob du persönlich ein besonders traumatisches Erlebnis in Erinnerung hast an den Krieg. Nein, nein, also
Ich habe ja auch nichts gesehen, weil ich ja, wie gesagt, wir waren ja sozusagen Luftschutzgänger. Nur im Nachhinein meine ich schon, dass die Menschen traumatisiert worden sind. Und auch der Umstand, dass ich mich da nun eigentlich jahrzehntelang auch theoretisch mit auseinandergesetzt habe, denke ich, ist ja ein Indiz dafür, dass da gewisse Sachen sind, dass man das... Das Thema Trauma kam ja erst mit dem Vietnamkrieg, vorher kannte man das ja gar nicht. Ne? Und auch der Umstand, dass ich, wie gesagt, dass die Erinnerung an den Krieg, jetzt an meine Kindheit, ein Block sind, den ich nicht auseinanderhalten kann, der ineinander übergeht wie ein Chaos, wie ich schon eingangs sagte, Bombenkrieg, Flucht, Vertreibung, Angst, Hunger, das ist alles nicht zeitlich einzuordnen, obwohl es eben nur 45 im Wesentlichen gewesen ist. Ich stelle mir auch vor, du hast gesagt, deine Mutter war eine sehr ängstliche Frau. Ja. Das beeinflusst ja ein Kind auch massiv, wenn es merkt, die Mama hat Angst. Ja, natürlich. Was für Erinnerungen hast du da? Woran hast du gemerkt, sie ist ängstlich, sie hat Angst? Ja, sie wurde dann sehr aufgeregt und laut und schnell und hektisch. Ne? Und ich war ja damals, ja Gott, vielleicht habe ich mich auch schon sozusagen, ja, ich habe mich auch verantwortlich gefühlt für meinen Bruder, auch für meine Mutter schon, eben weil sie so unsicher war, weil sie so ängstlich war. Und das hat mich natürlich auch im Nachhinein, kann ich das sagen, sicherlich belastet, weil es mich überfordert hat als Kind. Ne? Selbstverständlich, du warst ja noch ein kleiner Junge. Ja, ja, natürlich. Gucken wir auf 1945. Ja. Die Befreiung, das Ende des Krieges, die Kapitulation, wie auch immer man das nennen will. Wie hast du das in Erinnerung? Wie ist das hier in Schwerte bei dir angekommen? Es wurde also erzählt im Keller, es gab ja einige Angriffe noch, die sich eben gesagt auf 45 konzentrierten. Und ich erinnere mich an einen Angriff am 10. März 45. Erinnere ich mich deswegen, weil mein Bruder Geburtstag hatte, ne? Und meine Mutter hatte einen Kuchen gebacken, das war ein Problem, weil es noch lange nicht mehr alle Zutaten gab. Es gab damals noch die Kohleherde, also der Kuchen war im Ofen. Es gab Alarm am Nachmittag, es muss gegen 2 gewesen sein. Wir mussten alle in den Keller. Und das war eine ganz, ganz furchtbare Geschichte, ein Gekrache und die Bomben pfiffen, zischen. Und bei der Gelegenheit, es war ja ganz in unmittelbarer Nähe der Wohnung, in der wir wohnten, ist das Calvinhaus, ja, bis auf die Fassade bombardiert worden, nur die Fassade stand noch. Die Ostenstraße, dort wo jetzt der Neubaukomplex ist, da war das Lyzeum völlig am Boden oder der Nordwall auf der anderen Seite. Also die Altstadt ist ziemlich getroffen worden. Oder auch dieses Haus drüben gegenüber den früheren Tennisplätzen, jetzt gegenüber dem Waldorf-Kindergarten, brannte zur Hälfte ab. Und ich habe auch ein anderes Haus brennen sehen an der Hagener Straße, dort wo früher Höfelmann war, vor dem Amtsgericht auf der rechten Seite da. Ne? Das war also, die Flammen loderten, es prasselte, es knisterte. Und man glaubt gar nicht, was so ein Feuer für einen Krach machen kann. Das ist unglaublich. Aber ich habe keine Angst gehabt, weil ich wahrscheinlich das in der ganzen Tragweite nicht übersehen habe. Auch das Haus an die Flammen, meterhohe Flammen, unten an, wie gesagt, das Haus unten am Bereich des Wassers, neben dem Bereich des Wassers, das war ein Ereignis für ein Kind. Man hatte immer gestaunt und war mal fassungslos, aber man hat, wie gesagt, es nicht übersehen in der Tragweite. Aber das muss ja auch ein unglaubliches, ja, irritierendes Erlebnis sein, wenn die Stadt, in der man lebt, auf einmal dann so zerstört wird. Ja, also ich erinnere mich ja, oder man könnte natürlich eine Parallele schlagen, nicht was Schwerte angeht, aber Dortmund, Hagen, das ganze Ruhrgebiet jetzt zu der Ukraine. Man kommt raus und sieht Häuser als Ruinen. Und diese Ruinen standen ja noch bis Anfang der 60er. Ja? Und die Straßen waren zum lange Zeit nur schlecht passierbar. Wie wurde dir das denn erklärt?
So ein 6-jähriger Junge fragt doch wahrscheinlich auch, warum passiert das? Ja, Krieg, Bomben, ne? Das wurde nicht weiter erklärt. Das waren dann die Amerikaner und die Engländer. Und naja, wie gesagt, als dann gegen im April 45, als die Amerikaner einrückten, wurde im Keller dann erzählt, wir waren, wie gesagt, deswegen kam ich drauf mit dem Bombenangriff, ja, die Amerikaner kommen bald, hoffentlich sind sie bald da, hoffentlich hört der Krieg bald auf, hoffentlich die Bombardierung bald auf. Das war die Hoffnung. Man wusste aber nicht, was kam. Ne? Wie viele Personen waren das im Keller? Es waren ungefähr, Moment mal, wir drei, dann sechs, acht bis zehn Personen, je nachdem. Und da wurde ja dann offensichtlich auch sehr offen gesprochen. Man hatte nicht jetzt Angst, dass da jemand ist, der einen anzeigt, weil man irgendwie nein, man hat sich die offizielle Ideologie. Man hat sich ausgetauscht. Man hat sich ausgetauscht. Ne? Dort habe ich dann also auch schlimme Geschichten gehört. Die haben mich neugierig gemacht und es waren wirklich schreckliche Geschichten, schauerliche Geschichten. Und im Nachhinein hat sich herausgestellt, ich habe das für ein Märchen gehalten, ich konnte mir das gar nicht vorstellen. Es wurde von Wuppertal erzählt, von den Angriffen auf Wuppertal, Elberfeld und Barmen, dass dort also Phosphorbomben abgeschmissen worden sein sollten. Und die Leute, die haben sich versucht, brennend in der Wupper zu retten, die sind in die Wupper gesprungen, sie brannten. Wie kann das sein, wenn jemand ins Wasser springt und er kann den Brand nicht löschen, ne? Aber im Nachhinein habe ich dann doch gesehen und gelesen, es war so, weil Phosphor sich bei der Luft, an der Luft entzündet, es versucht also jemand unterzutauchen, die Flamme erlischt, kommt er wieder nach oben, schon geht es wieder weiter. Und kürzlich hat man, das stand ja in den Ruhrnachrichten, hat man ja noch in Wuppertal bei Gartnerarbeiten eine Phosphorbombe gefunden und sofort, nachdem sie an die Luft kam, brannte sie wieder. Also es ist in der Tat, es ist immer abgestritten worden von den Engländern, von den Amerikanern, es seien keine Phosphorbomben geworfen worden. Es ist so, doch, doch. Nur, das war so eine semantische Geschichte. Die Menschen haben es als Phosphorbombe bezeichnet. Diese Bombe hatte einen Phosphorzünder, war aber gemischt mit Benzin und Kautschuk und explodierte. Insofern war das keine Phosphorbombe im Sinne des Wortes. Ne? Aber man hat diese Dinge abgeworfen, genau wie Napalm, ne? In Vietnam. Ist in deinem direkten Umfeld, ist es da auch vorgekommen, dass es, ja, es Tote gab, die hier in Schwerte zu Tode gekommen ja, sind ja. Oder eben auch gefallen an der Front? Das hast du doch wahrscheinlich als Junge auch mitbekommen. Gehört, ja, gehört. Mhm. Ich habe zum Beispiel, wurde dann ja sehr viel erzählt von der Bombardierung, das war am 28. Februar 1945, ein Angriff auf den Bahnhof, bei dem aber große Teile von Hösch getroffen worden sind. Die Zielgenauigkeit war noch nicht so wie heute, nicht? Es waren Flächenangriffe und da wurden also sehr viele Dinge mit bombardiert, die im Umfeld lagen. Da wurde unter anderem dann auch das Altenheim wurde nicht getroffen, sondern die Betreiber des Altenheims, die Familie Mergenthaler, saß in einem Erdbunker im Garten des Altenheims. Und es wurde bombardiert, eine Bombe fiel in den Garten des Altenheims, aber nicht auf den Bunker. Und für mich wiederum ausgesprochen nicht nachvollziehbar, nicht verständlich, weil es hieß, die Leute im Erdbunker, die Mergenthaler Familie, ist nicht getroffen worden, aber sie war trotzdem tot. Wie kann das sein? Jedenfalls, denen waren die Lungen geplatzt. Durch den Luftdruck waren die Lungen geplatzt. Und das war auch so eine Schauergeschichte, die dann erzählt wurde. Ne? Oder beispielsweise... Dort war im Haus wohnte eine Familie, der Vater, der Mann, war auf dem Eisenbahnausbesserungswerk beschäftigt, in der Kesselschmiede, hat immer erzählt von der Kesselschmiede, dieser Lärm, der ihn belastete. Jedenfalls eine Bekannte dieses Mannes
war dann auch beim Bombenangriff verschüttet worden. Und dann hat er versucht, mit anderen Kollegen die Frau zu befreien. Man hatte ja keine Geräte, also mit Spitzhacke, mit Brechstange. Und dann hat sie immer gerufen, Ernst, Ernst, verlass mich nicht. Ich weiß nicht, wie die Geschichte ausgegangen ist. Die lag ja unter Trümmern. Und so lange kann man da auch nicht liegen. Und wahrscheinlich ist sie gestorben, denn so Schuttmassen kann man mit der Hand nicht beseitigen. Ja, oder beispielsweise, wir waren dann auch mal bei meiner Tante mal im Keller in der Liedstraße. Die haben mir besonderes Vertrauen eingeflößt, deswegen, weil er abgestürzt war mit Stämmen, mit Baumstämmen. Da habe ich dann gedacht, wenn eine Bombe fällt, da kann nichts passieren. War natürlich Quatsch. Und da im Haus wohnte auch, den habe ich dann auch ein paar Mal gesehen, ein junger Mann, der U-Boot-Fahrer war, also auf dem U-Boot. Und dann hieß es eines Tages, der Reinhold muss jetzt wieder einrücken, der Urlaub ist zu Ende und er kommt nicht wieder. Und da habe ich gedacht, warum kommt denn jeder, ne? Ja, das war, die U-Boot-Fahrer waren Todeskommando. Und das sind so Dinge, die man damals gar nicht so registriert hat, die einem vielleicht auch gar nicht nahe gegangen sind, die man weggedrückt hat. Aber im Nachhinein kommt die Erinnerung und man denkt anders darüber. Und Sie haben sich eingeprägt, also von daher ja, haben Sie damals ja, ja. auch schon Ihre Spur hinterlassen, ganz tief eingegraben in das Gedächtnis. Ja. Ich habe dann ja auch mich mit dem Thema auch auseinandergesetzt und war, ich muss sagen, heilfroh, als dieses Thema der Kriegskinder meines Wissens zum ersten Mal aufgegriffen worden ist, die vergessene Generation von einer Journalistin, aus Köln, deren Name mir im Augenblick nicht einfällt. Lass uns lieber nochmal zurückkommen zum Jahr 1945 ja. und ganz konkret der Tag, als dann hier Schwerte befreit wurde. Also wir hatten vorhin schon angefangen, davon zu erzählen. Also im Keller gab es die Situation, dass also alle sagten, hoffentlich hat der Krieg bald ein Ende. Ja. Wie ging es dann weiter? Ja gut, und dann, ich glaube, im Nachhinein war das dann der 12. 3, oder irgendwann Mitte April war es, habe ich durchs Fenster geguckt, zum Marktplatz hin und sah, wie dann offensichtlich ein Mann in Uniform, wahrscheinlich ein Amerikaner, mit Gewehr im Anschlag an der Hauswand entlang strich, ne? Oh, naja, also Amerikaner sind da, war wieder interessant. Ne? Und dann sah ich dann auch bei der Gelegenheit, dass dieser polnische Zwangsarbeiter, oder nee, er war Kriegsgefangener, hat ja seine Uniform dabei, dass dieser Kasimir rausging in Uniform, barfuß, zu einem anderen Amerikaner offensichtlich, und hat sich da eine Zigarette geschnurrt. Ne? Ja, und später war es dann so, dass Hausdurchsuchung gemacht wurde. Die Leute haben dann ihre Bettlaken rausgehängt oder ein Handtuch. Und es kamen dann kamen die Amerikaner dann da durchs Haus und haben geguckt, ob da irgendwie jemand war. Man suchte, man hatte große Angst vor Werwölfen. Ja, das war der Punkt. Kannst du das nochmal erklären? Was sind Werwölfe gewesen? Werwölfe, ja. Das waren junge Leute, fanatische 15-, 16-, 17-Jährige oder die noch nicht eingezogen worden sind, die also ideologisch sehr geschult waren und sozusagen bis zum Letzten kämpfen wollten. Und davor hatten die Amerikaner große Angst, eine Art Partisanen. Ne? Und der Horst Reinhard Hake wäre ja um ein Haar erschossen worden, weil man ihn ja auch für einen Werwolf gehalten hat. Okay. Also das klingt aber recht beschaulich, recht friedlich. Also ja. Da siehst du erstmal auf dem Marktplatz jemanden, das ist ja fast wie eine Wildwest-Szene gewesen, ja. oder? Ja. Ja, und dann schnorrt sich jemand eine Zigarette. Also das klingt nicht bedrohlich. Nein, also, man könnte ja auch denken, also so ein Prozess, dass eine Stadt eingenommen wird, das ist ja auch eine gefährliche Situation, wo man Angst hat. Ja,
Davon habe ich aber nichts erfahren, sondern erst im Nachhinein. Ich habe nur die Situation so gesehen, wie ich sie gerade geschildert habe. Ich habe aber im Nachhinein dann recherchiert, dass die Stadt sich ergeben sollte. Andernfalls würde sie beschossen. Und es gab dann hier einen Stadtkommandanten, der die Stadt bis zum letzten verteidigen wollte, ein ehemaliger Rechtsanwalt. Und dann ist eine Abordnung von Frauen, Mütter, Frauen, zum Vater gegangen, zum Vater dieses Stadtkommandanten, und hat gesagt, komm, mach keinen Unsinn. Und jedenfalls hat man dann die Stadt, man hat sich ergeben. Insofern gab es keine Probleme. Allerdings sind auch 3 oder 4 Leute dann umgekommen bei der ganzen Angelegenheit. Ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe schon. Das habe ich dann gelesen im Nachhinein. Ne? Es gab ja wenig zu essen. Wann begann das, dass es wenig zu essen gab? Schon während des Krieges. Und da begann schon richtig Hunger? Ja, es gab ja zwar die Lebensmittelmärkte, es gab Lebensmittelzuteilungen auf den Karten, aber die Rationen konnten nicht ganz gekauft werden, weil sie nicht vorhanden waren. Man musste Schlange stehen, und wenn man dann Pech hatte, hieß es, ausverkauft haben wir nicht, kriegen wir nicht wieder rein. Also man konnte die Lebensmittelkarten, die Rationen nicht realisieren, die draufstanden, nicht alle. Ne? Jedenfalls, es gab da 2, 3 Pferdemetzger in Schwerte, unter anderem einen Pferdemetzger am Kamp. Die Leute sind dann schon sehr früh hingegangen, um sich anzustellen, um noch eine Zuteilung zu bekommen, eine Portion. Und dort waren 2 Leute, 2 alte Leute, die dann um 5 Uhr morgens losgegangen sind. Es gab aber Straßensperre, die Ausgangssperre. Die Leute wurden angesprochen oder angerufen, haben nicht verstanden oder so. Und sie wurden dann erschossen, 2 Leute, ja. Wir haben den Kuchen vergessen. Du hast vorhin erzählt, dass deine Mutter es noch geschafft hat, für den Geburtstag deines Bruders tatsächlich einen Kuchen zu backen. Ja. Der war dann im Ofen und ihr musstet aber in den Keller. Genau, und das ist ja für mich im Nachhinein eine hochinteressante Sache. Diese Intensität, die Konzentration auf den Augenblick. Meine Mutter ist also, die Bomben fielen ja nicht pausenlos, es waren ja Intervalle. Während eines solchen Intervalls raufgelaufen und hat den Kuchen dann sozusagen vor dem Verbrennen gerettet. Und anschließend nach Beendigung des Bombenangriffs, so war das, dann haben wir dann den Geburtstag meines Bruders gefeiert. Ich erinnere mich aber auch an die Kelleraufenthalte bei meiner Tante in der Liedstraße. Da wurde dann zwischendurch gesungen. Nicht? Das waren so Durchhaltelieder, die gesungen wurden. Es wurde auch ein bisschen Schnaps getrunken. Und man ging dann also nach Beendigung des Angriffs relativ rasch zur Tagesordnung über. Man war ja nochmal davongekommen und hat sich gefreut. Und es gab ja wichtige Dinge zu tun. Denn nach solchen Bombenangriffen waren ja zum Teil die Fensterscheiben zerbrochen. Es gab, ja, damals hatten die Fenster, es gab so Sprossenfenster, es gab keine durchgehenden Fensterscheiben, sondern die waren mindestens 4 geteilt, sodass durch die Erschütterung, durch die Druckwelle, die Fensterscheiben rausgesprungen waren oder selbst aus dem Rahmen herausgesprungen, und man musste reparieren, ne? Pappe rein oder Bretter rein. Oder Glas, wenn man es hatte, aber das war eher Problem. Nicht. Ja. Das war ein Problem. 1945 dann also, die Stadt war eingenommen. Ja. War das ein großes Durchatmen, ein Prozess der Erleichterung, oder war es noch eine angespannte Situation? Hat sich die Ernährungslage verändert? Wie war die Begegnung mit den Soldaten? Ich glaube, dass dieses Kriegsende durchweg von der Bevölkerung mit Erleichterung begrüßt wurde. Der Bombenkrieg war zu Ende, das war die Hauptsache. Man hatte jetzt natürlich Sorge um die Väter, um die Brüder. Man wusste nicht, was passierte. Und die Amerikaner haben, es waren ja zunächst die Amerikaner hier, die haben dann versucht, über die Kinder die Sache zu managen. Da war also Chocolate und Chewing-Gum angesagt. Ne? Hast du Chocolate und Chewing-Gum bekommen?
Oder durftest du es gar nicht nehmen? Hatte deine Mutter das verboten? Nein. Nein, ich habe ja gar nicht gefragt. Ne? Ich hörte nur von anderen Kindern. Okay. Und ich habe mich dann nicht getraut, weil meine Mutter, die war wieder vorsichtig. Ja. Aber das heißt, die amerikanischen Soldaten waren dann hier auf dem Marktplatz wahrscheinlich auch präsent. Und die Kinder haben sie interessiert bestaunt? Ja, ja, ja. Oder sahen die anders aus als die Deutschen? Nein, nein, also ganz normale, eben andere Uniformen. Ne? Andere Uniformen. Ich erinnere mich, in Wandhof, und da hatte ich auch eine Tante wohnen, und dort war ein Zeltlager aufgebaut, eine Art Lazarett mit dem Roten Kreuz. Und da haben wir uns dann öfter aufgehalten und die ganze Sache beobachtet. Aber so als Kind hat man dann rasch Vertrauen. Es war nicht das Problem. Und die Ernährungslage, hat sich die dann auch... Nein. Es war ja dann erstmal auch Hunger angesagt, auch nach dem Krieg. Nein, die Ernährungslage wurde dann ja schlechter, noch schlechter als während des Krieges. Mhm. Und es wurden ja Kalorien zugeteilt, je nach Besatzungszone. Ich glaube, 800 Kalorien täglich war vorgesehen für die französische Besatzungszone. Die amerikanische Besatzungszone hatte 1200 Kalorien täglich. Ne? Das war nicht viel. Und hatte niemand Übergewicht, sondern im Gegenteil. Es waren viele, die Leute waren unterernährt, es gab kein Fett. Brot gab es dann eine Zeit lang, dieses Maisbrot, sehr plädderiges Maisbrot, das gar nicht, uns gar nicht geschmeckt hat, wir kannten es ja auch nicht. Ne? Naja, und wir waren ja froh, wir hatten ja einen Garten, also auch viele Leute hatten einen Garten. Und wir haben uns im Wesentlichen aus dem Garten ernährt, Gemüse. Und die Sachen auch damals noch eingekellert. Es wurden Bohnen eingekellert, grüne Bohnen, Buschbohnen, Sauerkraut, Gurken, Kartoffel, alles das, was man braucht. Hast du denn richtig in Erinnerung, dass du wirklich gehungert hast? Ja, ja. Trotz des Gartens? Also das war, es ging damals wirklich nur ums Essen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und als Heranwachsender, als Kind hat man schon Hunger. Wir sind ja natürlich dann den ganzen Tag auch wieder rumgelaufen draußen. Es war, die Schule fiel aus, es war ein sehr heißer Sommer und wir sind barfuß rumgelaufen. Wir sind unten an der Ruhr gewesen, in den Ruhrwiesen, und man kam nach Hause, hatte Hunger und bekam dann eine Scheibe oder anderthalb Scheiben Brot. Auch schlimm für so eine Mutter, wenn die ihre Kinder nicht ernähren kann. Mhm. Beißender Hunger, merkt man das im Bauch oder wird man schlapp? Nein, wir hatten ein ständiges Hungergefühl. Wir konnten ständig essen. Aber ich glaube, es ist normal für Kinder. Ne? Die Nachkriegsjahre waren dann auch geprägt durch die Flüchtlinge. Ja. Hast du das in Erinnerung, dass die Schwerte gekommen sind? Ich habe die Flüchtlingstrecks gesehen. Und die kamen zum Teil auf Lastwagen, auf der Ladefläche, und nicht abgesichert, sondern sie standen oder lagen dort. Ich habe aber auch die Leute zu Fuß kommen sehen mit ihren Handwagen, mit ihrer kleinen Habe, die sie gerettet hatten. Und drüben auf der anderen Marktplatzseite gab es die Gastwirtschaft Schmidt, die einen Saal hatte, einen großen Saal, in dem waren Flüchtlinge untergebracht. Da bin ich auch oft gewesen als Kind und sah dann, wie die dort doppelstöckige Betten, die abgeteilt waren, voneinander jeweils mit einem mit Decken, damit man nicht allzu intim war. Und die waren natürlich auch völlig mittellos. Es war ein großes Elend, das da auch zu sehen war. Ja, natürlich. Hast du das auch so als Kind empfunden oder nimmt man das als Kind eher, so ist das, als Normalität wahr? Oder hast du Mitleid auch empfunden? Nein. Mit Menschen, die auch obdachlos waren? Nein, das habe ich ja gar nicht gesehen. Sondern es war nur eine merkwürdige Geschichte, mehr als seltsam, dass die Leute dort in einem Saal wohnten. Hinzu kam auch, dass sie einen etwas völlig fremden, für uns fremden Dialekt sprachen, einen sehr harten Dialekt. Ne? Also es waren fremde Menschen. Und ich war ja früher mit ihnen dann auch in der Schulklasse.
Es gab im Anfang also durchaus keine Reibereien, aber Distanz, ne? Aufgrund eben des unterschiedlichen Dialekts. Und ja, also es gibt ja dieses Buch Kalte Heimat, heißt das. Und dann hat ja der Verfasser geschrieben, dass im Emsland gab es 45, 46 ein Saying, ein Sprichwort. 45, das Schlimmste, was wir 45 hatten, waren die Kartoffelkäfer, waren die Wildschweine und waren die Flüchtlinge. So waren die auf Distanz. Und zum Teil ist es so gewesen, dass die von der Besatzung zugewiesen werden mussten in ihre Quartiere unter vorgehaltenem Gewehr. Die Leute waren auf Abwehr, ne? Aber sie hatten ja selbst nichts und mussten von dem Wenigen abgeben. Genau wie meine Tante in Wandhofen. Es gab dann ja die Wohnraumzwangsbewirtschaftung. Es gab eben, die Leute wurden zusammengefasst, Flüchtlinge, Vertriebene und Bombengeschädigte, also Ausgebombte, wurden unter dem Begriff Evakuierte zusammengefasst. Und wir hatten insgesamt im Bereich der heutigen Stadt Schwerte 9.000 Evakuierte, Flüchtlinge, Bombengeschädigte, also in Schwerte 3.000, 3.000 in Westhofen, 3.000 in Ärgste. Die mussten untergebracht werden, zum Teil eben in den Gastwirtschaften, aber auch bei Familien. Und so musste meine Tante, die in Wandhofen eine Doppelhaushälfte bewohnte, ein Zimmer abgeben und sich Küche und Bad mit einer ausgebombten Familie aus Dortmund teilen. Da war dann die Wohnung auch nicht mehr allzu groß, der Rest war nicht mehr groß, ne? Und sie hatte dann große Sorgen, hat sich auch deswegen dagegen gesträubt, weil ihr Sohn, mein Vetter, war vermisst, der war 17. Und dann hat sie immer natürlich gehofft, ah, der kommt bald wieder und dann brauche ich einen Raum, wo der Junge unterkommt. Deswegen war sie auch auf Kontra eingestellt. Und so war das sehr, sehr häufig der Fall. Wir hatten ein Fünftel des Wohnraums in Schwerte war nicht mehr nicht mehr bewohnbar durch die Bomben. Und die Wohnungen, die eventuell bewohnbar waren, waren geschädigt durch offene, kaputte Fenster oder durch fehlende Dachpfannen. Zum Teil ist es so gewesen, das wurde oft erzählt, die Leute mussten Eimer aufstellen, um den Regen aufzufangen, der durch die Decke tropfte. Und dringlich war, das hat dann damals der Bürgermeister Kleinemeier, der war ja Pfarrer und Bürgermeister, dringliche Aufgabe war die Beschaffung von Glas und von Dachpfannen, denn der Winter stand bevor. Und das musste er mit den Amerikanern managen. Waren diese elementaren, notwendigen Dinge. Wann ist dein Vater zurückgekommen aus dem Krieg? Ja, das muss 47 gewesen sein. Das heißt, er war noch in Ja. Kriegsgefangenschaft. Wo? Im Osten oder im Westen? Nein, in Griechenland, in englischer Gefangenschaft. Hast du eine Erinnerung, das Wiederkehren des Vaters? Ja, es hieß dann, Papa kommt bald wieder. Und es war für mich also keine große Freude. Ich kannte ihn ja nicht, ne? War ja von 41 praktisch bis 47, bis auf zwei kurze Urlaube, war er nicht da. Und ich habe mir im Nachhinein schon Gedanken darüber gemacht, was war das eigentlich? Denn ich wollte mit dem Polen, mit dem Johann, der dort Zwangsarbeiter war bei Hanas, wollte ich nach Polen, nach Kriegsende. Warum? Das war ein Vaterersatz. Ja. Ja, naja, und dann ist er dann 53 gestorben. Und was ist mit Johann geworden? Der ist nach Polen Der ist nach gegangen. Polen, ja. Und aber du hast den Kontakt dann auch zu ihm verloren. Ja. Ja, ich habe dann ihn nicht mehr wieder gesehen. Wir hatten uns so angefreundet. Das war der, der auch die Zigarette geschnorrt hat. Nein, nein, Und das war der nein, das Kollege. war der Kollege. Okay, ja. Wie hast du dich verständigt mit Johann? Der Der konnte dann auch sprach Deutsch. Deutsch. Ja. Ja. Sprachen alle Deutsch. Ich habe dann anschließend auch nochmal recherchiert, was die Zwangsarbeiter angeht. Und dann festgestellt, zum Beispiel in Westhofen,
Da hatten die Bauern die Fotos von den Zwangsarbeitern, die haben Familienalbum zum Teil. Ne? Also das war, man muss es eben unterschiedlich sehen, wo, je nachdem, wo die beschäftigt waren, zu welchen Familien die gekommen sind. Wann ist das, geht das zu Ende, diese Zeit des Hungers und des wirklich großen Elends und diese Ausnahmesituation? Wann würdest du sagen, war das dann Ja, zu Ende? Ende der 40er, Ende. Ende der 40er, mit Beginn des Wirtschaftswunders. Dann war das zu Ende. Was gibst du jungen Menschen heute auf den Weg, auch vor dem Ja. Hintergrund deiner Geschichte? Gut, man hört ja und liest ja allgemein, jetzt gerade in der aktuellen Situation, nie wieder Krieg. Das ist ja auch richtig und schön. Nur, es hat ja immer Kriege gegeben. Und ich frage mich, warum hat es Kriege gegeben und warum gibt es auch weiterhin Kriege? Deswegen will ich mal diesen Spruch, der heute sehr aktuell ist, gebrauchen. Glaube wenig, prüfe alles, denke selbst. Werde politisch. Herzlichen Dank. Toller Schluss.